Gut, großartig. Ich tu mal eine Wette machen. Okay, ich tu mal so klein. Ich denke mal, es wird Cloud genommen. Also dann wollen wir mal sehen, welches Mädchen soll ich mir aussuchen? Das hier? Oder das? Ja, ich habe mich entschieden. Meine Wahl für heute Nacht ist... Dieses schlanke kleine Mädchen. Ja, klasse. Dann, du hast einen prima Geschmack. Ihr könnt die anderen haben. Ja, Chef. Vielen Dank, Chef. Oh, also, gehen wir, meine Schöne. Na gut. Jetzt gibt's bei denen gleich ein paar auf die Kiemen und dann war's das. Hey Jungs, wir haben Besuch. Wir werden uns gut um euch kümmern. Das haben wir alles unserem Boss. Boss mit SZ, Unseren Boss, Don Corneo, zu verdanken. Hehe, ein dreifaches so. Ich habe jetzt gerade gelesen, dreifaches Loch. Also ein dreifaches Hoch auf Don Corneo. Aha, also meine Damen, sind wir soweit? Jetzt geht's aufs Maul. Hilfe! Wie Zombies sind das? Ganz ehrlich, das sind Zombies. Echt? Hihi. Hey da, langsam, warum bist du so schnell bleibst? Bleibt ihr nicht ein bisschen hier? Wir werden richtig nett zu euch sein. Einfach mal in die Meute hier rein. Komm, tanz mit mir, Süße. Man sagt, dass wenn zwei miteinander tanzen, ihre Herzen auch eins werden. Was sagst du? Du siehst nicht schlecht aus. Was für eine tolle Figur. Nein, die ist ja eher durchtrainiert. Tja, kannst du mal sehen. Hatten wir das nicht gerade? Kommt schon, Schatz. Hehe. Mir wird ganz anders. Juhu. Willst du tanzen? Darfst dich nicht verschanzen. Vielleicht kommt's zu Romanzen. Was sagst du hier? Und er sagt das Gleiche. Ja, da sagt auch das Boss. Also, ihn haben wir hier noch nicht. Egal. Was muss ich hier machen? Langsam, schnell, bis hier. Hey, was ist los? Soll ich ein bisschen bei dir sitzen? Nein, das ist sehr nett. Aber nein, danke. Weil, von einem struppigen Etwas wie dir will ich nichts wissen. War ein Mann? Verflixt nochmal. Du dachtest, du könntest ungestraft davonkommen. Schnappt ihn euch, prügelt ihn durch.
Endlich mal wieder kloppen. Autsch. Jetzt gibt's eine Mutattacke. Jo. Schießen können wir nur auch noch. Ein bisschen Feuer. Und jetzt hau ich dir noch einen Blitz am Arsch. Ne? So. So geht das. Oh, tot. So. Nur ein bisschen. Grrr, also los. Was ist mit den... Was ist mit den... Ja, Mensch. Was ist denn mit euch Nieten? Grrr, nun kommt schon. Ich zeig euch, wie es geht. Klack. Nochmal drei. Drei Typen in einer Dose. So. Die nach hinten tun wir erstmal. Wieder machen. Ne? Der lebt noch. Der kann zweimal angreifen. Also mal kurz den da hier. Interpretieren. Wieso hat der da hinten so viel Leben? Ach, das ist der komische. Eine Limited Attacke können wir ja noch einsetzen. Jo. Das war's. Kabusch. Fertig. Klack. So. Querhieb erhalten. Ich glaube, ich weiß schon, was das ist. Limit? Yeah, wir haben den Querhieb. Änderung der Stufe grün. Nein. Greift deinen Gegner an. Na gut. Können wir wahrscheinlich denn wählen. Gibt's hier irgendwas Besonderes? Ah, finde ich's wieder. Super. Also die Items, die wir denn finden, glänzen immer so ein bisschen. So, und ich denke mal, tiefer ist hier Cloud. Also ja. Tiefer, alles okay? Natürlich. Wenn du mich nicht... Ach, wenn du mich nicht ernst nimmst, musst du dafür bezahlen. Ja, das will ich jetzt recht nicht. Tiefer kann zuhauen. Das tut weh. Ach, gibt's hier noch irgendwie ein Item oder so, was wir noch nicht gesehen haben? Nope. Huhu. Komm, komm. Sei doch nicht so schüchtern. Ja. Aber dann könnten Sie mir zuerst etwas erklären. Danke, Nähe. Achso. Natürlich, Liebes. Ich will es dir ganz langsam, Schritt für Schritt erklären. Also komm. Nein, das meine ich nicht. Warten Sie noch ein bisschen. Komm, komm. Au. Oh, weia. Ich kann nicht länger warten. Hier kommt Buffer. Ah. Kapusch. Cloud? Das sieht aus wie ein Bauchplatscher auf Wasser. Was zum Geier ist hier? Ist los? Wer ist das? Nee, wer ist da? Entschuldige, Don. Verstehe, was?
Halt den Mund, jetzt stellen wir die Fragen. Was sollten die Agenten herausbekommen, Reda? Achso, ups. Jetzt hätte man wissen müssen, was er vorher sagte. Dann zacke ich ihn hier ab oder so, keine Ahnung. Nein, bloß nicht. Ich werde reden. Erzähl euch alles. Also erzähl. Na? Ich habe ihnen gesagt, sie sollen herausfinden, wo der Mann mit dem Gewehrarm war. So war mein Befehl. Von wem? Nein, wenn ich euch das sagen würde, würden die mich umbringen. Red schon, wenn du uns nicht sagst, reiß ich dir was ab. Ah, es war Heidegger von Shinra. Heidegger, ah. Der Leiter des Amtes der öffentlichen Sicherheit, genau. Der Leiter des Amtes für öffentliche Sicherheit. Hast du Shinra gesagt? Was haben die vor? Sag schon. Wenn du es uns nicht sagst. Oh, jetzt kommt's. Zerschlag ich sie. Du meinst es ernst, nicht wahr? Oh Mann, oh Mann. Ich mache auch keine Spielchen, weißt du? Shinra versucht eine kleine Rebellengruppe namens Avalanche niederzuschlagen und ich will ihr Versteck infiltrieren. Und Shinra sie wirklich niederschlagen im wahrsten Sinne des Wortes. Also irgendwie ein bisschen falsch geschrieben. Und Shinra sie wirklich niederschlagen. Ist das echt deutsch oder? Keine Ahnung. Indem sie die Pfeiler der Platte über ihn springen. Die Pfeiler springen? Weißt du, was passiert wird? Nee. Was passieren wird, die Platte wird Peng machen und alles wird kaputt gehen. Ich habe gehört, ihr Versteck ist in den Slums von Sektor 7. Ich bin bloß froh, dass es nicht hier im Sektor 6 ist. Sie wollen die Slums in Sektor 7 zerstören. Cloud, kommst du mit mir zu Sektor 7? Klar, Tifa. Oh wei, jetzt müssen wir uns beeilen. Hat er wenigstens hier noch... Da siehst du. Na, Augenblick mal. Halt den Mund. Nein, wartet. Es dauert nur eine Sekunde. Was glaubt ihr, wie sich ein Dreckskerl wie ich fühlt, wenn er von Wahrheit redet? Weil du aufgegeben hast? Weil du deiner Sache sicher bist? Weil du nicht weißt, was los ist? Fast richtig, aber kein Preis. Na klasse. Sind wir denn hier gelandet? Ach nee, das ist ganz oben. Das ist der komische Park da. Oder nee, das ist Shinra. Das ist die komische Kompanie, glaube ich.